Jo Leute, willkommen zum Evocast von dieser Woche. Wieder im Hintergrund Crusaders of the Lost Idols und dieses Mal alleine, weil der D was anderes vorhat, beziehungsweise einfach entsprechend sind wir heute mal auf uns gestellt. Sollte aber möglich sein, denke ich, dass wir auch mal eine Woche ohne ihn klarkommen. Hoffe ich zumindest. Und dementsprechend, ich denke mal, nächste Woche wird er wieder dabei sein. Ist halt immer blöd, wenn er irgendwo montags was vorhat, dann ist das halt schlecht. So. Fangen wir an mit, ich würde sagen, dem, was viele vielleicht gar nicht mitbekommen haben, beziehungsweise einfach nicht dran teilnehmen. Adventskalender. Ich habe ja gesagt, dass ich den Adventskalender starten werde und da habe ich gesagt, alles was halt an meine E-Mail-Adresse kommt, das ist okay und das bitte ich auch zu beachten, also E-Mail-Adresse ist schon der einfachste Weg dadurch. So. Was viele vielleicht nicht mitbekommen haben, die Fragen sind nicht unbedingt in irgendeinem Video versteckt. Also, ihr müsst da schon ein bisschen genauer hingucken, hinhören und, das ist Sinn und Zweck des Ganzen. Weil ich möchte nicht einfach so sagen, hey, beantwortet die Fragen und gut ist, sondern, ich hätte es halt schon gerne, dass die, dass es schon ein bisschen Herausforderung ist, allein die Frage zu finden. Also das wird auch so sein, dass es teilweise Fragen gibt, die schwieriger zu finden sind als die Antwort. So. Und dementsprechend möchte ich, dass ihr da möglichst viel rumschaut auf dem Kanal und alles genau beobachtet, was sich wo irgendwie verändert und wo dann die Frage steht. So, zum Reglement. Ich werde bei den meisten Fragen, werde ich halt die Antwort dann im Evocast drauf geben. Also das heißt, im Evocast bekommt ihr dann 7 Antworten, logischerweise. Und dementsprechend fangen wir an mit Frage Nummer 1. Frage Nummer 1 war, wie ist denn mein Nickname entstanden? Das war ein bisschen gemein, weil ich da ziemlich genau sein wollte. Und das hat keiner richtig. Es hat wirklich keiner die richtige Antwort gegeben. Die Antworten, die gekommen sind, waren genau die, die ich erwartet habe. Nämlich, dass es durch meinen Nachnamen und durch Evoli entstanden ist. Das ist insoweit auch fast richtig. Aber halt nur fast. Und da bin ich sehr genau. Und ich habe das, glaube ich, ein einziges Mal nur richtig komplett erwähnt. So, den Ursprung hat Klein Evo nämlich nicht. Also Klein ist ganz klar, das ist von meinem Nachnamen. Aber das Evo hat nicht den Ursprung von Evoli selber, sondern das war mein Standard-Nickname. Also das ist der Nickname, den ich vorher hier auf dem Kanal hatte. Der war EvoliFan294. So, und daher kommt das Evo. Und da bin ich jetzt pingelig. Es haben die Leute geschrieben, weil Evoli mein Lieblings-Pokémon ist. Ja, aufgrund dessen ist mein erster Nickname entstanden. Aber nicht Klein Evo. Klein Evo ist dadurch nicht entstanden. So, dementsprechend hat die Antwort keiner. Hat mich ein bisschen überrascht, weil, obwohl eigentlich nicht. Eigentlich war ich mir unsicher, ob ich die Frage überhaupt so stellen soll, weil es schon mies gestellt ist. Nichtsdestotrotz, keiner hat so richtig. Gut, passiert halt nichts.
Außerdem können Leute, die dann jetzt erst da drauf anspringen, können dann immer noch mitmachen. So, die zweite Frage. Achso, im Übrigen, die Frage war versteckt im Video Adventskalender und zwar in der Videobeschreibung. Frage 2. Das war wieder eine, die so ein bisschen einfacher war. Also ich würde sagen, da war keine Finte bei oder sonst irgendwas. Wie heißen der D und ich mit Vornamen? Das wusste nur einer zu beantworten, ironischerweise. Beziehungsweise es hat nur einer richtig beantwortet. So, dementsprechend sind... also ihr müsst die komplette Frage beantworten und nicht nur die halbe Frage. Wenn ihr jetzt schreibt, ja, der D heißt David, das ist richtig. Ihr könnt auch schreiben, ich, also Evo, heißt Florian. Das ist auch richtig. Ihr müsst aber beides richtig haben und nicht nur eins. Ihr dürft nicht nur schreiben, wie heißt der D mit Vornamen. Deswegen bitte die Frage komplett lesen und nicht nur ein, zwei Worte. So, ups, da muss ich sogar klicken. Hör mir auf. Okay, wusste, wie gesagt, nur ein einziger. Und dementsprechend, ja, Pech gehabt. 1-0, beziehungsweise 1-0 gegen alle. So, die Frage war versteckt in der Kommentarsektion auf dem Kanal. So, ja, auch im Kanal, auf dem Kanal selber kann man Kommentare bekommen. Und die habe ich da genutzt, habe da die Frage 2 reingeschrieben. War arschig, gebe ich zu. Für jemanden, der es nicht weiß, oben auf Diskussion klicken. Also oben bei den Reitern könnt ihr auf Diskussion klicken und da werdet ihr dann die besagten Kommentare finden. So, also wie gesagt, Antwort war Florian und David. Die dritte Frage war, wer ist denn vom Level her mein höchster Char in Dead by Daylight? So, ganz wichtig, ich habe es da jetzt einmal durchgehen lassen. Es hat einer richtig. Aber... wenn ihr euch unsicher seid, lest die Frage genau. Ich stelle keine Frage, die irgendwie zweideutig ist oder sowas. Ich stelle eindeutige Fragen. Ich habe nach dem Level gefragt. Und das Level heißt nicht mit Prestigen oder sonst irgendein Dönekes. Es ging nur um das Level. Und da ist es die Hexe. Die Hack. Nicht der Trapper. So, der Trapper hat zwar die meisten Level-Ups bekommen, aber ist vom Level her inzwischen auf, ich glaube, 13 oder 14 Prestige 1. Ja, aber immer noch vom Level her einer der relativ niedrigen Chars, wenn man halt die Survivor mal nicht mitzählt, die alle auf Level 1 sind, außer David und Jake. Die beiden halt nicht. So, aber da möchte ich bitte dran erinnern, nicht dann einfach hinschreiben, hey, so und so, aus dem und dem Grund könnte die das sein oder aus dem und dem Grund könnte der das sein, sondern eindeutig bitte antworten, sonst nehme ich die erste Antwort. Also das, was als erstes geschrieben wird, nehme ich dann als Antwort. Wenn ihr Glück habt, ist es das, was ich meinte, wenn nicht, Pech. So. Ist nicht böse gemeint, aber das ist sonst unfair, wenn man da Romane schreibt und jemand anderes genau die richtige Antwort oder halt nur eine Antwort schreibt. Deswegen bitte da drauf achten. So, die Frage war eine halbe Stunde, nachdem Paladins draußen ist, draußen war gestern unter das Paladins-Video gepostet worden. Wie gesagt, die Frage ist zwischen 8 Uhr morgens und 21 Uhr abends gepostet. Ich hätte das auch um 21 Uhr posten können ins 14 Uhr Video. Das fand ich ein bisschen asselig. Deswegen in Paladins stand's drin, die Frage. Gut.
Das war's mit den drei Antworten. Jetzt ab sofort kriegt er ja für jeden Tag insgesamt. Jede Woche kriegt er jetzt ja 7 Antworten. Eventuell gibt's Fragen, wo ich sage, nö, die beantworte ich einfach gar nicht. Mal gucken. Aber das waren erstmal die 7. Die 3 Antworten, die ich euch zurzeit geben konnte und auch nichts großartig Interessantes war. Das waren einfache Fragen. Also wer jetzt schon damit überfordert war, der braucht, glaube ich, nicht mitmachen. Also das waren wirklich sehr, 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 sehr leichte Fragen. Und dementsprechend, ja, mal schauen, was wir da so erleben. Was ich da für Antworten auch erleben werde. Also im Endeffekt, es gibt im Moment, also die Führung liegt bei 2 Punkten, also 2 richtige Antworten. Ich bin mir sicher, dass derjenige auch nicht mal ansatzweise die 23 vollkriegen wird. Also nicht mal im Ansatz. Also ich glaube, da er da jetzt schon so Probleme mit hatte, das wären vielleicht so 15 Antworten am Ende. Also ihr könnt, wenn ihr gut seid, immer noch mitmachen. Wie gesagt, immer 24 Stunden nach Erscheinen der Frage muss sie beantwortet sein. So. Achso, im Übrigen, erscheinen heißt, wenn ich zum Beispiel in der Videobeschreibung drin habe von dem 14 Uhr Video, dann muss die Frage am nächsten Tag um 14 Uhr beantwortet sein und nicht irgendwie, hey, das Video war eine halbe Stunde lang und du hast es in der Minute 27 gesagt, also habe ich bis 14.27 Uhr Zeit? Nein, ist nicht. Feierabend. Das gilt bis nächsten Tag 14 Uhr. So. Also bevor da jetzt irgendwie Diskussionen aufkommen, sonst, keine Ahnung, sonst habe ich da viel zu viel Arbeit mit. So, ja, eigentlich hatte ich heute vor, mit dem D über Politik zu quatschen, weil das war eigentlich jetzt so in letzter Zeit ziemlich interessant, beziehungsweise sehr lustig, was sich in der Politik abgespielt hat. Ich würde es einfach auf nächste Woche verschieben, was ich da jetzt hätte. So. Damit halt der D wieder mit dabei ist. Und ansonsten finde ich das sonst ein bisschen unfair. Beziehungsweise ein bisschen langweilig, wenn er halt nicht mit dabei ist. So, Moment. Zack. Hui. Es gab auch mal einen ordentlichen Kraftschub. Das hätte ich nicht so erwartet. Wer ist denn nicht dabei? Ich muss mich mal eben auf das Spiel konzentrieren. Und okay. Die Princess. Okay. So, und wie viel war das hier? 565. Warum hat der eigentlich nichts? Warum pushst du den nicht? So based on Nate Dragon. Ah, okay. Wo ist denn Nate Dragon? Vor allem, wer ist Nate Dragon? Okay, dann halt nicht. Noch nicht, zumindest. Und der? Okay. Okay, Moment. Du dahin.
Und wir haben doch den Panda, ne? So, Golden Panda. Und dann muss sie halt einmal dahin, würde ich sagen. Das ist immer noch nicht so viel, wie ich davor hatte. Aber eigentlich habe ich doch meine stärksten DPSer jetzt da vorne. So ein Scheißdreck. So ein Dreck. Ha. Ab welchem Level macht sie das? Okay, wurscht. Okay. Dann geht's weiter mit der Frage, wann kommt das nächste 20-Uhr-Projekt? Das nächste 20-Uhr-Projekt ist sogar schon in Planung, beziehungsweise ich habe vier zur Auswahl und dazu wird es ein kleines Infovideo geben. So, das Infovideo werde ich hoffentlich heute noch im Laufe des Tages fertig kriegen. Ich vermute aber eher, dass wir Dienstag kommen, also Dienstag oder Mittwoch wird es kommen. Ihr braucht da gar keinen Stress haben, das wird sowieso erstmal nicht kommen, das 20-Uhr-Projekt. Also das 20-Uhr-Projekt wird am 25., vielleicht auch erst am 27. Dezember kommen. Warum? In der Zeit bis Heiligabend werde ich keinen Standardplan haben. Das heißt, da möchte ich mit Altlasten aufräumen, da möchte ich mit dem Kanal möglichst weit unten sein mit der Anzahl der Projekte, dass ich im neuen Jahr oder zum Ende des Jahres neue Projekte auf den Weg bringen kann. Das heißt, in der Zeit werden hauptsächlich Roleplays meinen Kanal bestimmen. Also, was heißt es? Im Endeffekt heißt das, dass auf dem Kanal kommen werden, ich kann es vorlesen, Yooka-Laylee, Turok, Torchlight einiges, Tales of Symphonia, Reaper wird einiges kommen, ist ein sehr cooles Spiel im Übrigen, möchte ich einmal anmerken, Ahead in Time und Lego Star Wars und Republic Commando. Das sind so die, die ich auf jeden Fall durchziehen möchte. Ich möchte dann auch auf jeden Fall endlich mit Hyper Dimension Neptunia Rebirth 2 Sister Generation aufräumen. Das Problem mit dem Projekt ist, ja, ich habe das schon seit einer Ewigkeit habe ich schon durch. Also den ersten habe ich schon durch. Ich bin das Spiel auch komplett durch. Das Problem ist, es gibt alternative Enden und man muss das Spiel nochmal dazu durchspielen. Komplett. So. Ärgerlich. Ist super ärgerlich. Es geht mir mega auf die Nüsse, aber es geht leider nicht anders. Und deswegen bitte ich das zu entschuldigen und ja, ich denke, es wird in nächst näherer Zeit dann kommen. Also ich werde es im Dezember fertig kriegen. Das weiß ich auf jeden Fall. Okay, Moment. Aha. Okay. Was macht der eigentlich, wenn ich fragen darf? Aha. Moment, increase the base DPS of Crusader. Was passiert, wenn wir die da hinsetzen? Wow. Ja. Okay, machen wir das mal so. Machen wir das mal so. Und machen wir das einmal. So. Wow.
Hardcore. Hätte ich nicht erwartet. Eigentlich müsste ich es so machen, ne? Ja, und dann müsste ich das aber noch so machen. Okay. Dann würde ich sagen, Action. So, Hyperdimension ist bei mir, wie gesagt, ich bin beim letzten Durchlaufen, aber man hat dann einfach, nachdem man es, ich glaube, 5-mal oder so durchgekloppt hat, hat man da keinen Bock mehr drauf. Hat man wirklich keinen Bock mehr drauf. Und ja, es nervt mich wirklich tierisch, dass ich da noch nicht durch bin, komplett. Und ja, es kommen dann auch immer wieder Abstürze dazu. Es kommt immer wieder zu Problemen. Deswegen, es ist nicht gerade angenehm. Es ist wirklich nicht angenehm, das Spiel nochmal durchzuspielen und nochmal durchzuspielen. Und immer wieder das Gleiche. Immer wieder den gleichen Scheiß und immer wieder die gleichen dummen Sprüche. Zum Glück gibt es diese Skip-Taste. Aber es ist halt trotzdem anstrengend, muss man ganz einfach sagen. Also es ist nicht angenehm. So. Dementsprechend auch damit werde ich dann hoffentlich im Dezember fertig sein. So, jetzt muss ich einmal kurz gucken. Achso, Crush Crush möchte ich auch den Rest durchzocken. Delirium, was ich irgendwie verloren habe. Ah, okay. Das hat der D wieder geliked, ey. Gott im Himmel. Super Meatball könnte ich mal wieder spielen. Und ansonsten mal schauen. Ich weiß es noch nicht. Also es gibt einige Sachen, die ich auf jeden Fall noch machen möchte. Und dann im Endeffekt nächstes Jahr im Januar spätestens dann neue Projekte an den Start bringen möchte. Ich habe da schon den ein oder anderen und das eine oder andere habe ich schon im Blick und das könnte ganz lustig werden. Ich bin mir sicher, da ist dann auch für jeden was dabei. Eden Star ist zum Beispiel so ein Spiel, was ich zwar auch viel spielen möchte, jetzt wo ich es gerade sehe, aber nicht allzu viel oder allzu weit kommen werde. Beziehungsweise man kann es halt nicht durch sein. So, das. Ich möchte die Playlist eigentlich löschen. Ich habe aus Versehen zweimal die Reaper Playlist erstellt. Ich weiß auch nicht, wie ich das hingekriegt habe. So, ich muss mich da irgendwie verklickt haben. Ansonsten, was haben wir noch? Ja. Ich bin mal gespannt, wann No Man's Sky Season 3 kommt. Weil die wird kommen, da bin ich mir sicher. Weil ich denke mir so die ganze Zeit schon, oh, No Man's Sky könntest du mal wieder zocken. Und dann, ja, okay. No Man's Sky halt. Dazu muss man sich halt hinsetzen. Also No Man's Sky muss man wirklich Bock drauf haben und da muss man auch für längere Zeit Bock haben. Also ich werde die wahrscheinlich so nebenher, werde ich die aufnehmen und dann gucken. Einfach mal durchschauen. So. Was kommt noch? Gibt's noch irgendwas? Anime Talk möchten wir im Januar wieder, oder möchte ich zumindest gucken, dass wir im Januar wieder anfangen. Richtig mit dem durchzuziehen. Dass der wieder regelmäßig kommt. Müssten wir irgendwie hinkriegen. Also ich gehe ganz schwer davon aus, dass wir das gut hinkriegen werden. Und wenn nicht, dann dürft ihr mir auf die Finger kloppen. Nee, also wir schauen einfach mal, dass wir da so ein bisschen Action reinkriegen. Weil es ist halt schwierig, weil der D halt nicht so die Möglichkeit hat, irgendwo zu gucken. Beziehungsweise da sich unsicher ist. Deswegen wird auch eine der ersten Sachen sein, wie man legal Sachen gucken kann. Okay.
Okay. Moment, ich brauche noch zwei Level mit dem. Eins, zwei. Sehr schön. Gibt einen vernünftigen DPS-Boost. So, also wie gesagt, dann möchte ich halt mit allem aufgeräumt haben. Ich werde wahrscheinlich Torchlight nicht durch sein. Torchlight kann man auch, glaube ich, gar nicht so wirklich durch sein. Aber wirklich Torchlight durch? Ah, gut, doch, es geht. Es hat ja eine Story. So ist ja nicht. Aber ist schwierig. Also Torchlight durchzukriegen ist schwierig. So, dementsprechend mal schauen. Was haben wir denn noch? Achso, in der Zeit, also im Dezember wird auch kein Dead by Daylight und Paladins, also zumindest nicht um 17 Uhr kommen. Da kommen halt wirklich nur Roleplays von morgens bis abends, also von 14, 15, 17, 20 Uhr sind Roleplay-Geschichten komplett. Bis ich mit allem durch bin. Ich bin mir nicht sicher, ob ich da den kompletten Monat für brauche, also die kompletten 24 Tage. Oder ob ich dann irgendwann sage, hey, okay, passt. Ich bin alle Roleplays soweit durch und dann können wir wieder andere Sachen machen. Zum Beispiel sowas wie mein Yandere, den Yandere-Simulator wieder mal auspacken, mal gucken, was es da Neues gibt und Yu-Gi-Oh! Death Pro, Fire Area, den ganzen Schwachsinn wieder rauskramen. Ich hoffe es, dass wir das irgendwie nach so einer Woche oder zwei wieder machen können. Aber wie gesagt, ich möchte ins neue Jahr mit möglichst wenig Projekten rein und, oder beziehungsweise Ende des Jahres möchte ich, wenn dann überhaupt, neue Projekte drin haben und nicht so die uralten. Und da mal gucken. Bin gespannt. Ich bin gespannt, was wir da machen. So, wo wir gerade bei Roleplays allgemein sind. Ich werde es hoffentlich irgendwie geschissen kriegen, bis Ende der Woche ein gewisses Rollenspiel durch zu sein. Nämlich fürs Monatsspecial. Ich habe ja gesagt, ich habe da eins. Und das hoffe ich durchzukriegen. Also das hoffe ich wirklich, dass ich es in den jetzt 3 Tagen durchschaffe. Denn es ist ein ziemlich langwieriges Roleplay. Und ich habe leider nicht so viel Zeit, weil ich mich auf eine OP vorbereiten muss am Freitag. Und es kann auch sein, dass ich es direkt erst am 1. mache. Und ja, mal schauen. Wir werden sehen. Also ich kann nichts versprechen, liegt einfach da dran. Normalerweise hätte ich Donnerstag, Freitag den Scheiß aufgenommen. Da hatte ich nämlich wesentlich viel mehr Zeit, eigentlich. Da hätte ich nämlich 8,5 Stunden jeden Tag gehabt. Die Videos waren alle im Vorfeld aufgenommen. Und ja, das Problem war, meine Göttergattin meinte, sich im Kindergarten ein Magen-Darm-Virus zuzuziehen und war dementsprechend zu Hause und musste umtüttelt werden. Das heißt, ich kam zu nichts, also wirklich gar nichts. Ich habe so gerade eben hingekriegt, meine Videos einzustellen und dann war es das. So. Dementsprechend hänge ich ein bisschen meinem Zeitplan hinterher. Ist natürlich nicht schön, aber es geht halt leider nicht anders. Also da kann man ihr jetzt keinen Vorwurf draus machen. Wenn man krank wird, wird man krank. Feierabend. Dann ist das halt einfach so. Und ich gehe davon aus, dass wir demnächst wieder im Zeitplan drin sind. Aber im Moment habe ich wirklich Probleme. Also ich bin mit meinen... Ich bin mit meinen Projekten allen hinten dran. Also alle sollten eigentlich viel, viel weiter sein. Aber das sind sie nicht. Nicht eins ist weit genug. So, also ich habe kaum noch Sachen im Vorfeld aufgenommen und
muss dann auch noch jetzt gucken, dass ich es irgendwie hinkriege, ja, die Sachen vorzubereiten. Und das Monatsspecial durchzudrücken. Dementsprechend, ich weiß nicht, wo mir gerade der Kopf steht. Deswegen ist der Evocast ganz entspannt. So. Ui, neue Sachen. Ich hoffe einfach, dass es in nächster näherer Zeit besser wird. Und ich gehe auch davon aus, dass es besser wird. Aber im Moment ist halt stressig. Das kann ich euch sagen. Im Moment ist Stress pur. 90T. Okay, ja, dann müssen wir ins nächste. So. Dann, die Fragen kommen immer wieder auf. Und ich weiß nicht, was die Leute nicht verstehen. Wenn man mit mir spielen möchte, dann einfach anschreiben auf Steam. Und wenn ich mal nicht antworte, dann liegt das einfach daran, dass ich eventuell nicht da bin oder dass ich es nicht gelesen habe. Das ist auch schon vorgekommen, aber eher selten. Moment. Deal damage to all monsters. Increase of awesome. Okay. Performance 10 clicks per second. Aha. Okay. Würde der eigentlich mehr bringen? Oh, nee. Das lassen wir mal ganz schön sein. So, die Frage ist, bringt der mehr als der? Ein bisschen. Okay. Nee. So. Den wieder dahin. Und dann. Schwierig. Oh, wir haben Feuerphönix und wir haben ihn. Ist mir noch nicht aufgefallen, dass wir soweit schon sind. Fire Phoenix has to unleash Storm of Flame when any crusader is killed, dealing 10% damage to all enemies on screen. Okay, das ist cool. Wie viel DPS hat der denn? Moment, einmal kurz den da hinsetzen. Den dahin. Wo ist der denn? Warum kann ich Golden Panda nicht ziehen? Da habe ich ein Dach. Und Phoenix. So. Okay. Aber so habe ich jetzt. Echt? Achso, klar, weil die da stärker gebufft wird. Ich bräuchte einen, der nach hinten was macht. Gibt es so einen? Ja, den. Dahin. Dann Golden Panda dahin. Und ich muss Golden Panda unbedingt hochpushen. Okay. Ich bin noch am Überlegen, wie ich die Crusader spiele. Naja, wurscht. So. Ja, wie gesagt. Also, anschreiben auf Steam. Und das hilft ungemein zur Kommunikation. Und bitte,
für Plagging habe ich mehr als genug Leute. Also die wenigsten Leute werde ich da wirklich mitnehmen. Ich gucke mir dann an, ob die Leute YouTuber sind. Wenn es YouTuber sind, gucke ich mir die Videos an. Wenn nicht, muss ich mich sowieso mit denen erstmal zusammensetzen, muss mir anhören, wie es da klingt. Und wirklich, das ist eine irre Arbeit, bis ich das dann wirklich habe. So, wenn ihr also mitspielen wollt, dann bedenkt das bitte immer, dass ich da auch gewisse Qualitätsansprüche habe. So, heißt nicht, dass ein Normalsterblicher nicht mitspielen darf oder sowas, aber wie gesagt, es ist für mich immer ein bisschen mehr Arbeit. So. Also Plagging ist so eine Sache, die spiele ich nicht gerne zusammen. Also allgemein spiele ich es nicht gerne zusammen und muss mal gucken. Elfe. Okay, cool. Was ist das? Aha, wurscht. So, also was mich freuen würde, wenn ich Leute finden würde für sowas wie Yu-Gi-Oh! Für Faeria, finde ich das mega, wenn das mal jemand gegen mich spielen würde. Und wenn sich halt Leute allgemein finden würden, die Bock hätten auf Multiplayer-Sachen. Einziges, was Multiplayer-fähig wäre und wo ich überhaupt kein Interesse an Multiplayer habe, ist Dead by Daylight. Also ist wirklich für mich vollkommen uninteressant, weil ich Dead by Daylight alleine spiele. Ich spiele lieber den Killer und die paar Survivor-Runden, die spiele ich auch lieber alleine. Heißt nicht, dass ich nicht mitspiele, aber wahrscheinlich dann meistens ohne Aufnahme. Das heißt, das ist eine private Sache dann bei mir. Und habe ich zwar nichts dagegen, wenn das jemand anderes aufnimmt, aber im Endeffekt, ich nehme es nicht auf. So. Und private Sachen dauern bei mir meistens immer eine Weile, bis ich da die Zeit zu finde. Also, die meisten Sachen, die ich halt zocke, da wird dann auch meistens in die Aufnahme drüber gesetzt. So, das ist halt bei mir so das klitzekleine Problem. So, aber ich denke, das dürften inzwischen die meisten wissen. So. Okay. Ja, an und für sich. Ich möchte halt viele Sachen nicht bequatschen, was ich eigentlich heute bequatschen wollte mit dem D, werde ich nächste Woche halt machen. Und Moment. Formation. So. Das Question. Okay. Aha, okay. Moment. So, Nate Dragon. Du bist nicht Nate Dragon. Natalie Dragon bist du. Du dahin. Jim Salam. Okay, das bin ich, ne? Ne, Jim ist der da. Du dahin. Und was? Moment, wo war ich denn jetzt? Jim Salam, Nate Drang und Mercy. Wow, ich habe wahrscheinlich noch nicht mal jetzt die Hälfte. Ich habe wahrscheinlich noch nicht mal die Hälfte. Ha! Okay. Golden Panda. Habe ich da. So, der Detektiv. Da.
Atrex the Lion kommt dahin. Und The Princess. Einmal dahin. Ups, ich bin gerade etwas zu schwach. Talia und Nate. Natalie kommt in die zweite Reihe. King Reginald. Okay. So. Ja, ich bin gerade am im Internet unterwegs und gucke mir optimale Builds an. So. Und das werde ich für das nächste Mal hoffentlich schon fertig haben. So, zack, zack. Ups, da war gerade ein Standbild. Habt ihr nicht gesehen, wa? So. Und einfach so. Okay, offensichtlich ist das nicht schnell genug. Das ist wirklich nicht schnell genug. Okay, dann machen wir es so. Also wie gesagt, mitspielen wäre am coolsten, wenn ihr was anderes als Plagging wollt. Also diejenigen, die was anderes als Plagging wollen, die werden bevorzugt. Es ist also da bin ich gnadenlos. Das meine ich ernst. Also für Plagging habe ich mehr als genug Anfragen. Und für alle anderen Spiele habe ich halt gar keine Anfrage. Also ich glaube, ich habe einen, der sich für Terraria interessiert und ansonsten eigentlich, glaube ich, kaum was an anderen Projekten. So. Dementsprechend, nee, also das wäre schon cool, wenn ich da noch ein bisschen was anderes finden würde. Give me the rubies. Sehr schön. Okay, ja, schade eigentlich, dass ich so kurz jetzt bin, weil mir fällt auch nichts mehr ein. Achso, klar, ihr könnt mir natürlich immer gerne schreiben, wenn ihr ein Projekt öfter sehen wollt, außer Plagging. Das gibt es nicht, also Plagging ist so eine Sache, da mache ich, das habe ich zwischendrin wirklich gemacht, da habe ich mich wirklich dazu gezwungen, jeden Tag irgendwie zu gucken, was gibt es da Neues, was kannst du machen und so weiter und so fort. Das mache ich nicht mehr. Einfach, weil ich dadurch den Spaß verliere an Plagging. Und das möchte ich ehrlich gesagt nicht und dementsprechend hoffe ich, dass man das irgendwie nachvollziehen kann. So. Give me your rubies. Danke. Deswegen, also würde mich freuen, wenn sich da irgendwer findet und ja, das war's. Ich habe, wie gesagt, heute keine Ahnung, worüber ich quatschen soll, weil, wie gesagt, es gibt super viele Themen, aber die möchte ich mit dem D zusammen bequatschen und alleine, na, immer blöd. Deswegen, ja, freut euch auf ein Monatsspecial, hoffentlich, am Donnerstag oder am Freitag vielleicht sogar. Also direkt zum ersten. Dann gibt es halt zweimal ein Monatsspecial im Dezember. Und ja, ansonsten bleibt da gespannt. Guckt auf dem Kanal euch um, wo ihr Fragen entdeckt. Die eine oder andere Frage wird so stehen, dass es schwierig ist, sie zu finden. Und wie gesagt, wenn ihr irgendwas habt, worüber wir quatschen können, irgendwie eine Geschichte, die ihr im Evocast haben wollt, am besten einfach an kleineevo@web.de schicken oder Antworten für den Adventskalender auch bitte an diese E-Mail-Adresse schicken. Gut, damit bin ich durch. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht.
Wir sehen uns das nächste Mal wieder beim Evocast. Dann hoffentlich wieder mit einem D. Haut's rein. Bis dahin. Ciao, ciao.